Am nächsten Morgen. Vor lauter Sorge um ihre Tochter ist Ela wieder in alte Muster verfallen. Für die 40-Jährige kommt es aber noch schlimmer. Luna! Luna, was soll das? Was machst du? Luna, lass mich. Das mit gestern einmal. Es tut mir total leid, wirklich. Also, ich wollte das wirklich nicht. Das war ein einmaliger Ausrutscher, bitte verzeih mir. Weißt du eigentlich, wie krass enttäuscht du mich hast? Weißt du das? Wenn du meinst, du musst wieder saufen, dann mach das. Aber ohne mich, ohne mich. Ich ziehe jetzt zu Marc. Aber das habe ich dir gestern schon gesagt. Aber daran kannst du dich ja nicht mehr erinnern, weil du so sehr gesoffen hast. Ja, ich hänge nicht wieder an der Flasche. Ich saufe auch nicht. Das war ein einmaliger Ausrutscher, glaub mir. Ja, klar. Du musst mich auch verstehen. Ich will einfach nur, dass du glücklich bist. Und ich bin doch glücklich, aber nicht hier. Ich bin nicht hier glücklich. Wenn du meinst, du musst das machen, dann tu es. Such dir Hilfe. Und ständig versuchst du mich Hilfe? Wie ein Kleinkind zu behandeln. Ich brauch keine Hilfe, du brauchst Hilfe. Mach doch mal deine Augen auf. Ich bin auch schließlich deine Mutter, ich bin erziehungsberechtigt. Ich hab nur über dich zu sagen und ich werde nicht zulassen, dass du mit so einem brutalen Kerl abhaust. Weißt Luna, du bleibst nein. jetzt hier. Nein, lass mich nein. los. Nein, den, Luna, nein. bitte. Den Rest, den hol ich später. Lass mich. Ich will nicht, dass du das erlebst, was ich erlebt hab. Luna! Ich kann das nicht einfach nochmal. Als meine Mutter damals gesoffen hat, das war das Schlimmste. Und jetzt fängt sie allen Ernstes schon wieder an? Nee, ohne mich. Was stimmt denn mit denen nicht, hä? Zu viel an der Flasche. Die sind so lächerlich. Sie haben es mir so einfach gemacht. Die gehört jetzt zu mir, okay? Sie Alkoholikerin haben mir überhaupt nichts zu sagen. Niemanden. Und unten gibt's einen Kiosk. Da können sie sich schön eindecken mit Fusel. Und schön weiterleben, ja? Bis dann. Natürlich kann Luna so eine Situation kein zweites Mal ertragen. Und deswegen gerät sie jetzt möglicherweise von einer Suchtfamilie und von einer Suchtfalle in die nächste. Mal gucken, wie das mit der Gewalt von Marc weitergeht, denn er macht ja keinen Hehl daraus, einmal mehr nicht. Und ich kann nur hoffen, dass die Mutter erkennt im nüchternen Zustand, dass sie jetzt wirklich gefordert ist und gebraucht wird. Es tut mir total leid. Ich will nicht wieder an der Flasche hängen. Das war ein einmaliger Ausrutscher. Ich habe einfach nicht weitergemusst. Was mache ich denn jetzt? Habe ich jetzt meine Tochter endgültig verloren? Sie weiß doch gar nicht, zu was für einen schrecklichen Typen sie zieht. Kurz darauf, Luna plagen Zweifel, im Gegensatz zu Marc, der bekommen hat, was er will. Mit fatalen Konsequenzen für die 17-Jährige. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das alles so wirklich das Richtige war, zu Hause auszuziehen. Wieso? Ja, überleg mal. Alkohol trinken, saufen, das ist eine Krankheit, wirklich eine schwere Krankheit. Und wahrscheinlich sitzt sie jetzt auch wieder zu Hause voll am Saufen, macht sich voll den Kopf, weil das einfach, das ist alles so kacke abgelaufen mit ihr. Ich mache mir einfach voll Sorgen. Ganz ehrlich, was hat ihr sich selber eingebrockt? Wenn die sich da die Fresse wegsaufen will, dann soll die das machen. Das hat doch mit uns nichts zu tun. Marc, du weißt ganz genau, dass ich es nicht leiden kann, wenn du so über sie redest. Das ist immer noch meine Mutter. Und nur weil ich jetzt zu dir gezogen bin, heißt es ja nicht, dass sie mir in dem Sinne egal ist. Gib dir einfach mal ein paar Tage Zeit. Glaub mir, das wird toll. Ich wollte warte mal ganz kurz. Ich wollte meine Mama eh noch anrufen, weil Mama ich mich anrufen. Bei ja, ich muss mich eh noch bei ihr entschuldigen. Nee, die brauchst du nicht anzurufen. Doch. Ich habe doch gerade schon gesagt, das ist so kacke auseinandergegangen. Ich will mich wirklich nur bei ihr entschuldigen. Nein. Doch. Nein. Doch. Komm, wir machen es uns hier gemütlich, ne? Was hältst du davon? Können auch später auspacken. Mal hier, das können wir doch alles mal beiseite legen. Wir machen es uns jetzt erstmal gemütlich, oder? Natürlich kann ich verstehen, dass Luna hier hin und her gerissen ist. Sie möchte, dass es ihrer Mutter gut tut und sie will natürlich auch, dass ihr Freund mit ihr zufrieden ist. Das ist die Falle, in die sie tappt. Denn sie hat jahrelang bei ihrer Mutter und ihrem Vater gesehen, wie es funktioniert, wenn sich die Mutter manipulieren lässt durch den eigenen Ehemann. Und was macht sie jetzt unbewusst? Sie ahmt dieses Verhalten nach. Das ist deswegen noch gefährlicher, weil es ihr nicht mal bewusst ist. Ach, ich weiß ja, dass meine Mutter mich braucht. Aber ich bin doch nicht da, um auf sie aufzupassen. Das sollte doch eher umgekehrt sein, oder? Ich muss jetzt auf mich gucken. Luna soll sich mal entspannen und aufhören, die ganze Zeit an sie zu denken. Das nervt mich langsam. Kann nicht mehr atmen, was mache ich noch hier?
will nur noch ertrinken in dem Glas vom. Am frühen Abend. Ela ist verzweifelter denn je und hat jegliche Hoffnung aufgegeben. Bist du bekloppt? Was hast du keine Augen? Mach mich nicht von der Seite an, du blöde Kuh. Guck woanders hin. Vorsicht, was soll denn das, Mann? Oh mein Gott. Vorsicht, da ist ein Baby drin, ey. Also. Baby, ich hab die Schnauze voll verblangt. Am besten ersaufen sie es gleich. Ja, mal, geht ihnen noch gut? Was soll denn das, ey? Hört mal auf, zu beleidigen. Seid ihr alle Max? Ihr seid alle Max. Was? Ist nicht gut. Nichts ist gut. Fatal. Ela stürzt hier komplett ab. Das heißt, die Hoffnung, die ich hatte, dass sie eine Unterstützung für Luna sein könnte und Hilfe holen könnte, wenn sie es selber schon nicht schafft, die stirbt hier gerade für mich. Ich mach dich fertig! Aber kannst du mir glauben? Sagen Sie mal, geht's Ihnen noch gut? Entschuldigung. Ela, Ela, Entschuldigung, es tut mir zu viel leid. Ich hab's beobachtet und ich kümmere mich darum. Ich kann es keine Sorgen. Ela, du bist doch... Ela, erkennst du mich nicht? Ich bin Danny, Mann, der... Der Ex-Freund von Luna. Nee. Pass mal auf, woher hört uns gleich. Du denn? Das ist, ja, woher komm ich? Bitte. Ich war in der Nähe. Ich hab dich immer drunter lieren sehen. Was machst du denn mit dieser Flasche? Du bist ja völlig besoffen. Alles Marks Schuld. Bist auch auf seiner Seite? Wer ist denn Marc, sag mal? Komm mal, ich glaube, ich nenne dich jetzt mal mit. Wir gehen Kaffee trinken und du erklärst mir mal, wer Marc ist. Ne? Ja, krass. Ich saß da hinten in der Ecke und höre nur diese Alte rumrandalieren. Guck ein bisschen genauer hin und denk mir, ey, die kennst du doch. Das ist Ela, die Mutter von Luna. Luna ist meine Ex-Freundin. Wir sind schon ein paar Monate nicht mehr zusammen, leider. Und ich habe sie seitdem auch nicht mehr gesehen. Eigentlich wüsste ich gern, wie es ihr geht, aber ich glaube, ihre Mama braucht jetzt doch erstmal einen Kaffee. Und, besser? Ja, schon viel besser. Aber der Herzschmerz. Was für ein Herzschmerz? Weißt du, Luna ist ausgezogen zu ihrem neuen Freund. Neuer Freund? Und dabei wollte ich immer nur ihr Bestes und... Seit wann gibt es einen neuen Freund? Ach, Danny, du kennst ihn nicht. Der ist unheimlich brutal. Der ist wie Bernd, wenn nicht noch schlimmer. Warte mal, Ela. Ich hol dir ein Wasser. Ich glaube, das brauchst du gerade noch. Das hilft dir sicherlich auch noch mal. Und dann erzählst du mir noch mal in Ruhe, was du mir erzählen wolltest. Aber das ist nur ein Wasser. Zur selben Zeit. Luna ahnt nicht, in welchem Zustand sich ihre Mutter befindet. Also, wenn du mich fragst... Ich wäre bereit für die zweite. Ja, gut. Ich aber ehrlich gesagt nicht, weil ich kann nicht mehr. Aber wenn du willst, kann ich dir gerne was Leckeres kochen. Die hat einen Freund, der schlägt sie. Du musst gucken, wie er ist. Er ist zu mir ganz anders wie zu ihr. Bist du sicher, dass er sie schlägt? Hast du irgendwas gesehen, Beweise oder sowas? Oder glaubst du? Der ganze Arm war voller blaue Flecke. Und du musst mal gucken, wie er mit mir redet. Er ist unheimlich hinterhältig. Gegenüber ihr ist er ganz anders. Und Luna hat einen Freund, der sie schlägt? Sie ist ihm total hübsch. Sie macht das genau kann doch nicht wahr sein. Was, ich meine, okay, es lief nicht alles wunderbar bei uns. Aber ein Typ, der sie schlägt, was ist denn los mit dem Mädel? Das meinst du doch nicht ernst, oder? Ja, natürlich. Ja, ich hab keinen Bock mehr auf eine zweite Runde. Ich kann dir gerne was Leckeres kochen. Ey, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Hast du mich gerade widersprochen, oder was? Du tust mir weh. Hä? Ich hab dir doch gesagt, was passiert, wenn du mir widersprichst. Ey, mach das nie wieder, Mann, sonst wirst du es bereuen. Hast du mich verstanden? Komm her jetzt. In dieser Situation kann Luna gar nicht anders reagieren, als hier nachzugeben, denn sie weiß ganz genau, es wird was Schlimmeres passieren. Und deswegen macht sie sich erstmal klein. Das hat sie bei ihrer Mutter so abgeschaut. Das ist tief in ihr drin und es ist auch eine Form von Selbstschutz. Was hier helfen kann, ist, dass Menschen von außen mitkriegen, wie es Luna geht. Und ich hoffe da wirklich auf ihren Ex-Freund und auch ein bisschen noch auf die Mutter. Was ist nur los mit ihm? So kenne ich ihn gar nicht, aber er liebt mich doch, oder? Ey, wir fahren da hin. Komm, gib mir eine Adresse, wir gehen da hin. Ich pack mir den Typen, Mann. Ich weiß doch gar nicht, wo sie ist und ich weiß nicht, wo er wohnt. Ich habe keinen Kontakt, sie erzählt mir doch gar nichts. Wir finden ihn. Nee. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich komme nicht mehr an sie ran. Ich habe Luna echt vermisst. Dass sie jetzt mit so einem Brutalo-Typen zusammen sein soll, macht mich wahnsinnig. Ich will mir gar nicht vorstellen, dass hier irgendwas passieren könnte. Ich muss irgendwas tun. Der nächste Tag. Luna leidet unter der Brutalität ihres Freundes. Doch der nutzt ihre Verliebtheit kaltblütig aus. Ich weiß, es war gestern ein bisschen hart. Aber ich stehe da drauf. Und du doch auch, oder? Hm? Na, siehst du. Weißt du was?
Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen. Wir gehen später einfach in die Apotheke und holen dir eine Salbe. Und dann schmier ich dich ein und dann pflegen wir dich. Hm? Was hältst du davon? Bist du meine Prinzessin. Nur es darf auch nicht mehr wieder passieren. Hier kann man wirklich staunen, wie schnell sich Luna wieder um den Finger wickeln lässt. Aber so funktioniert es tatsächlich. Sie fühlt sich geliebt und fühlt sich mit den kleinsten Brotkrumen schon zufrieden. Er braucht nur ein bisschen nett zu ihr sein, der gute Marc. Und alles andere ist vergessen. Bis zur nächsten Prügelattacke, bis zum nächsten Übergriff. Und üblicherweise kann es Jahre dauern, bis sich Frauen aus einer solchen Gewaltbeziehung lösen. Du wirst sehen, unser zukünftiges Leben wird wundervoll. Hm? Ja. Sei mir nicht mehr böse, bitte. Hm? Nein, ist schon okay. Alles gut. Ich mach's wieder gut. Wirst sehen. Ich kümmere mich super um dich. Die gute alte Zuckerbrot- und Peitschennummer, die funktioniert jedes Mal. Ein paar Mal heiß, ein paar Mal kalt und schon läuft mir jede Frau nach. Eigentlich müsste da doch jeder drauf kommen. Aber auf der anderen Seite, gut für mich. Ich wusste doch, dass Marc mich liebt. Er hat mir sogar versprochen, dass wenn ich von der Schule komme, dass die Kartons ausgepackt sind. Und gestern sind ihm bestimmt nur die Sicherungen durchgebrannt. Ich liebe Marc jedenfalls auch. Und ich lasse mir da garantiert von niemandem reinreden. Und erst recht nicht von meiner Mutter. Luna ist blind vor Liebe. Der gewalttätige Marc hat sie komplett in der Hand. Und auf die 17-Jährige wartet 20 Minuten später eine außergewöhnliche Überraschung. Luna? Hey, hey. Schön, dich zu sehen. Hi. Wie geht's dir? Was machst du denn hier? Ja, wir haben Ewigkeiten nichts voneinander gehört. Ich dachte mir, ich schau mal vorbei und frag, was du so machst. Ja, hast du Lust, ein Stück mitzukommen? Gerne doch. Ja, bei mir ist alles prima. Wie geht's dir denn? Ja, alles cool. Ich hab schon auch einen kleinen Hintergedanken. Ich hab gehört, es gibt einen neuen. Ja. Ja, es ist ja auch alles okay. Ich meine, ja, relativ glücklich auseinandergegangen. Ich habe deine Mama getroffen. Nee, geht gar nicht. Also, ich weiß nicht, hier ist das alles so ein bisschen wie früher, weißt du? Sie kam mir ganz schön betrunken vor. Und sie macht sich Sorgen um dich, tierische Sorgen. Ja, sie war wirklich verstört und frustriert. Und sie hat mir erzählt, dass dein neuer Kerl nicht der Netteste ist. Was soll das jetzt werden? Ja, vielleicht hat sie ein bisschen übertrieben, weil sie betrunken war, aber schlägt er dich? Ist das gerade dein Ernst? Willst du dich in mein Leben einmischen? Ich will mich nicht einmischen, ich mache mir einfach nur Sorgen. Weißt du, sie macht sich Sorgen, ich mache mir Sorgen. Ich habe das gehört, ich dachte mir, ich frag mal nach, wie es dir geht. Danny macht das schon ganz gut. Er redet ganz ruhig, ganz interessiert mit Luna. Und ich merke, die ist schon dabei, auf 180 zu gehen. Die kann das nicht hören. Sie will nicht hören, dass an ihrem Freund irgendwas nicht stimmen könnte. Sie möchte diese Scheinwelt. Sie möchte einen Partner, bei dem sie zu Hause ist. Denn das ist das Gefühl, wonach sie sucht. Sie möchte Liebe und Geborgenheit. Dass sie das bei Marc nicht finden kann, kann sie im Moment noch nicht sehen.